Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Okay, nehmen wir den Aufzug. So. Wir sind im FIB. Gebäude. Da, wie viel Treppen müssen wir denn laufen? 51. 52. 53. Hier sieht noch alles gut aus. Es brennt unter uns. Wir sind hier oben auf dem Dach. Hier oben hätten wir uns durchlassen müssen, hätten wir die andere Variante genommen. Und raus geht's. Mein Gott, ihr solltet auch nur die Festplatte holen, nicht das ganze Gebäude einreißen. Ne, der hat's erledigt. Deswegen haben wir nur die billigen Leute genommen. Geht's heiß her? Du sollst da durchlaufen. Hey, sichern. Es ist schwer, hier was zu sehen, aber ich komme klar. Da. Ich müsste gleich das Treppenhaus kommen. Wenn ich mich recht erinnere. Hier nehme ich. Gott, mir geht's nicht gut. Wir müssen erst wieder ein bisschen erholen. Soweit das geht hier. Weiß nicht, ob meine Gesundheit wieder aufsteigt. Oder ob ich jetzt hier. Ah, okay. Hey, we're going over this. Follow me.
Wenn du mal aus dem Zielmodus rausgehen würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Okay. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Fuck. Alright, this is our way out. We gotta get these doors open. What's up? Hey, give me a hand. Briggs, come on. I see it street level. I fucking hope so. Und los. Oh. Keep going, be cool. We're getting out of here. Yeah. Let's keep moving. Oh God. Uh-oh. Terra firma. Hey, let's get the fuck out this building, right? Before it comes down on our head. Raus hier. Hey, in the truck. Ja, jetzt bis in den Keller. Und er gedüst. Jetzt sind sie unten im ersten. Ja, aber jetzt sind wir abgeschossen. Jetzt gehen wir hier raus. Schnell weg hier. So. Den Fluchtwagen extra in der Nähe geparkt. Das war zumindest der Plan. Alright, we're going. Alright, we all gotta change before we get there. At some point soon, an APB will go out looking for firemen. We cannot be playing dress up when that happens. How's it, Mitch? We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, because if they connect the dots, man, I don't know. Man, I'm working on it. Any minute they'll be looking for us. I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right, shit. I just don't wanna run into something. Man, y'all don't wanna run into Trevor. Fuck. That's what you don't wanna run into. Haha, you're right. Doch, almost. Take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? What were you thinking? Stashing it so far. The fire truck can't go much quicker. Hab ich denn schon wieder so. Ja, ich hab wahrscheinlich nicht so scheiße geparkt. Der zeigt mir nur die Strecke wieder so verdammt bescheuert an. Aber egal, diese Strecke dient der Verwirrung. Why'd we stash it so far out? Haben wir nicht. Der Navi ist halt nur doof. Der mich hier wieder rumschickt. Und dann ist das, was er mir als Ziel angibt, wahrscheinlich nicht immer richtig, ne? Ja, genau. Jetzt stehen wir nämlich da oben anstatt da unten. War doch so klar. Der Wagen war gut geparkt. Die Navi ist nur doof. Ach, scheiße. Du kannst da nicht parken. Das geht nicht.
Da steht ein Fluchtfahrzeug. Du versperrst dir doch den eigenen Weg. Scheiße. What the fuck trifft's genau? Dieser Kackfeuerwehrwagen hängt hier quer. Ach, das ist ja wohl nicht wahr. Der Feuerwehrwagen steckt fest. Ja, toll. Kack-Navi hat mich wieder so einen beschissenen Weg geführt. Ich gucke jetzt auf der Karte und setze mir meinen Punkt selber. Wenn er mich lässt. Danke. Siehst du, ich hab nämlich überhaupt nicht scheiße geparkt. Ich park nämlich sogar ziemlich geil eigentlich. Calm it down. So. Alright, we all gotta change before we get there. At some point soon, an APB will go out looking for firemen. We cannot be playing dress up when that happens. Ich wusste, ich habe den Fluchtwagen gut geparkt. So. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. So, steigt ein. So. Also. Genau so war das doch im Ursprung geplant. Blöde Navi. Ja, keine Ahnung. That could have been any of us. It's just luck it wasn't you. It wasn't luck that saved me. It was brains. Oh, man. All right, man. If that's what you think. Well, anyway, we made it out. So we got that to be thankful for. Hugh's people will get his paycheck and the standard expenses. Yeah, man. Unfortunately, Hugh wasn't really cut out. Back here. His mind was on other things. Why you say that? Man, he told me he was writing a screenplay. Did he give you a copy? I'd like to read it. Why? Well, you forget. I'm in the business. This guy gets killed in a raid on the bureau and we produce his picture, there's some free press. They call that, free awareness. Yeah, all right, man. So. How very fine will. Chill the fuck out. Genau. Ich bin dafür, dass sie immer alle auf der Straße parken. Schon wieder einer auf der Straße. Hey, this Lester crib, ain't it? So. Wir fahren zum Lester nach Hause, wie es aussieht. Yeah, it was my pleasure. So, der andere hat sich verzogen. Well. I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking A right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that! Ow, 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 ow! Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers!
man, that's some foul-ass shit. Oh. All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Trottel den Auftrag der Regierung. Ah ja. Jawohl. Wir haben Chaos im Büro angestellt. Das können sonst nur Beamte. Dann rufen wir mal Davey an und... We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether? Repeatedly? It doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Fuck. Tja. Und schon bricht die nächste Mission an. Immer das Gleiche mit denen. Jetzt hat er wahrscheinlich wieder irgendeinen Mist verzapft, den wir ausbaden müssen. Weil er es ja ständig macht. Und auch immer haben wir The Big One im Hinterkopf. Naja, wir hören halt auch nicht auf. Wir kriegen vom Davey gesagt, wir haben uns mit Meriwether angelegt. Das ist dann nicht so einfach, ja, zu sagen, okay, ist gut jetzt. Ja. Und anstatt zu akzeptieren, dass das scheiße war und dass wir uns dadurch Probleme gemacht haben, machen wir jetzt weiter. What is this bullshit? Ja, okay, ich komme hier nicht durch. Ich dachte, ich könnte jetzt hier einfach irgendwo mal den Berg runterhüpfen, um Weg zu sparen. Aber nein. Ich komme hier nirgendwo durch. Schade. You got lucky, buddy. Nur da vorne die offizielle Straße nehmen, dann kommen wir hier aus dieser blöden Siedlung mal wieder raus. So. Jetzt ist die Frage. Fahren wir zum Kotzcenter, stecken uns mit Davey zusammen ein bisschen den Finger in den Hals. Kommen wir nicht durch. Oder fragen wir mal den Solomon, was der denn von dieser Nummer hält. Wenn der das ist. Aber ich gehe mal davon aus. Hoch, ein Motorradfahrer. Hoch, nicht getroffen. Das S scheint mir näher zu sein. Das S scheint mir jetzt auch interessanter zu sein. Überraschung. Kommt ein Auto geflogen. Der so nicht mitgerechnet, wa? Völlig überbewertet, unnötige Action-Szene. Yeah! Wie er einfach locker gediegen die Parkbank umdreht. Okay. Um den Sinn dahinter noch ein wenig zu verdeutlichen. Machen wir das Ganze jetzt nochmal mit Anlauf. So, dann macht das nämlich auch Sinn.
Entschuldigung, mein Auto ist so lediert, dass ich nicht mehr geradeaus fahren kann. Das tut mir ein bisschen leid. Ich sag's ja. Also ich kann geradeaus fahren, ich kann nicht mal abbiegen. So rum ist es richtig.